Das ist ja... Guck das. Also Gerti, irgendwas stimmt hier wieder nicht. Was ist passiert? Ich fühle mich hier... Also, das ist so dunkel. Ach so. Hier habe ich ja meinen Vorhang hingelegt. Mein Umhang, nicht? Dein Umhang. Das ist ja der Umhang. Wie Batman oder was? Für unsere heutige Folge mit Frisiertipps, nicht? Ist mein Frisierumhang. Wir stellen uns einmal vor. Ja, genau. Wir müssen uns noch vorstellen. Also das ist... Oma Gerti. Ja. Und das ist... Ich bin die Hilde. Die Hilde von nebenan. Meine sehr verehrten Damen und Herren im Internet. Ja. Wir wollen die Gebäckstücke der guten Ratschläge mit Ihnen einmal herzlich teilen. Ja. Und Ihnen eine Freude machen. Bei uns gibt es immer einen guten Ausgang, nicht? Es gibt immer ein Happy End. Ja, da wird man von innen und außen schön gemacht. Ja. Von uns. Ja. Da strahlt man wie ein Funkenmariechen in der Sonne, nicht? Genau. Nun, meine sehr geehrten und auch verehrten Damen und Herren, heute ist ja der Tag des Typberaters und wir wollen deshalb einmal etwas sagen zum Thema, wer schön sein will, muss zum Friseur. Ja, geht der, auch ohne Schmerzen. Ja, der verantwortungsvolle Friseur. Oder was der, ob der Friseur hält, was er verspricht, nicht? Und wenn Sie einmal keine Zeit haben, zum Friseur zu gehen und die Frisur soll sitzen, dann machen Sie, hier, ich hatte das schon einmal vorgelegt, die Haare selber einlegen. Und wenn Sie die Haare einlegen, dann gehen Sie folgendermaßen vor, dann unterteilen Sie die Haare in Planquadrate und nehmen eine Strähne und wickeln das so auf in Lockenwickler. Nicht große Locken machen. Große Lockenwickler machen so große Wellen und kleine Lockenwickler machen so kleine bis hin zu Löckchen, nicht? Das wollte ich Ihnen einmal empfehlen, falls Sie sich die Haare einmal selber schön machen wollen. Dann können Sie diesen Tipp beherzigen. Wusstest du, dass ich mal ein Praktikum beim Friseur gemacht habe? Nein. Ja, witzig. Und da habe ich, darf ich mal deinen kleinen Kamm? Pass mal auf. Guck mal hier, das kann man so schön zeigen. Wenn man nämlich so eine aufrollt, dann rollt man so auf. Und da muss man immer so mit dem, das kann man nicht so gut sehen, ne? Mit dem Stiel, mit diesem pieksigen Stiel, muss man immer so da so. Das ist ja interessant. Hildegard, was immer du noch kannst. Da rein. Das wusste ich ja gar nicht. Dann kannst du ja mal zu mir kommen und mir vielleicht ein bisschen, du hast ja Helfersyndrom. Hatte ich. Ja. Dann kannst du ja mal kommen und mir einmal zur Hand gehen. Mit den, weil ich komme da hinten immer so, werden die Arme so schwer und dann vielleicht könntest du mir einmal behilflich sein. Ja, das ist auch so blöd. Hinten kommt man so schlecht an. Ne? Wir helfen uns gegenseitig, nicht? Sympathie so und schön. Hilfsbereitschaft sind unser Erfolgsrezept. Ja. So, nun haben wir, liebe Freunde im Internet, noch ein Rätselgedicht für Sie. Fängst du an, liebe Hilke? Ja, ein Frisurenrätsel. Ich bin mal ganz gespannt, wie das so weitergeht. Was bewahrt vor kaltem Kopf? Gehst du raus mit nassem Zopf? Was bläst mit über 1000 Watt? Dir dein Haar, ob kraus, ob glatt? Was umpustet auch dein Kind? Schön mit warmem Sommerwind. Womit kriegst du deine Locken? Wenn sie nass sind, wieder trocken. Sag es laut, wenn du es weißt. Wie dieses Gerätchen heißt. Es hatte schon einer gesagt. Und der Gewinner, der das zuerst sagt, wie das heißt, das Lösungswort, bekommt diesen schönen Frisierumhang. Hm? Damit es nicht piekst. Und der zweite Gewinner bekommt so einen ganz, ganz bezaubernden Haarreifen, nicht? Ja. So. Das hatten wir früher immer drin beim Vogelschießen, beim Umzug. Können Sie das auch? Oder für die Herren, damit können Sie Ihre liebe Frau zu Hause überraschen. Das kann man auch als
als Halsdekoration nehmen. Nicht, auch das sieht eigentlich ganz, man fühlt sich ganz putzig aus. Nicht? Die ganze, sehr putzig, ist, ja. Ich hätte das schon mal gesehen im Spiegel. Lasse ich das vielleicht um. Und der nehmen lasse ich nicht. Aber es sieht sehr schön aus, nicht? Es ist ein bisschen warm jetzt hier so. Aber wenn man, wenn es mal darauf ankommt, dass man für gutes Aussehen sorgen muss, dann kann man sich das eben so umhängen, ganz praktisch. Ja. Wenn man noch nicht mal einen Spiegel besitzt, immer. Faszinierend. Das ist dann auch unser guter Tipp für Sie. Also wenn Sie nicht der glückliche Gewinner sind von diesem Haarreif, dann können Sie das auch im Internet kaufen oder im Geschäft, wenn Sie sowas finden. Oder Sie können das auch selber basteln. Darf ich auch mal? Papierblümchen gibt es auch zu kaufen. Dann nehmen Sie einen Haarreifen und dann basteln Sie sich das. So guck, nicht? Ist schon, oh, schön. Das ist entzückend. Dann halten wir das doch lieber. Das ist ja die Rosenkönigin. Ach ja, wie beim Vogelschießen damals. Das ist ja ganz bezaubernd. So, was hatten wir nun noch? Hildegard, hast du noch einen Tipp? Ja. Zum Beispiel zum Thema den Stars von Weltruhm in die Kulturbeutel geschaut? Ja, Kulturbeutel. Boah. Guck, ich habe heute meinen Kulturbeutel mitgebracht. So, und da habe ich noch einen schönen Tipp. Nämlich, ich habe... Niemals sollten die Augenbrauen unterschätzt werden. Bei mir sieht man sie jetzt ja nicht so gut. Guck mal, da sieht man die. So, das ist wirklich wichtig, weil so kruschelige, ungepflegte Augenbrauen, das ist eigentlich nicht so hübsch. Und deswegen habe ich hier einen Trick. Und der Trick besteht aus Haarspray und einer Zahnbürste. Das ist ganz wunderbar, weil man kann nämlich, wenn man die Zahnbürste mit Haarspray bestreut, dann kann man seine Augenbrauen ganz hübsch machen und in Form ziehen. Tschung, 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 tschung. So. Und dann bleiben die so. Das ist besser als mit Wasser. Das ist ja herzallerliebst, Hildegard. Ja, guck. Was hast du für schöne Augenbrauen. Ja, aber jetzt sind sie wieder wunderbar. Das ist so gut. Und jetzt habe ich noch eine Sache. Das gibt so einen Satz. Niemals ohne Rouge aus dem Haus. Das ist ungefähr so, wie mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren neuen Planeten. Das ist so ein Merksatz. Bei dem Rouge gibt es jetzt nur 6 Planeten. Und mit dem Rouge ist das ja immer so eine Sache. Zu viel, zu wenig, falsche Farbe. Und da gibt es auch einen tollen Trick. Da habe ich von meiner Tante, der Ingeborg. Und die nimmt immer ihren eigenen Lippenstift. Dann passt die Farbe auch da wieder. Wenn man dann seinen Lippenstift so nimmt, nur so einmal so an den Finger dippen, so ganz wenig. Und dann tupft man hier so nur so ein bisschen den Rouge an die richtige Stelle. Und das verteilt man dann auch. So ein bisschen wie die Schattierung, wenn man mal so ein Bild gemalt hat. Ne? Und zack, hat man ein ganz wunderbares Rouge, ohne dass es zu doll wird. Immer schön verstreichen. Passt bloß auf. Zu doll ist Rouge, wenn dann so manchmal jemand so... rote Streifen an den Wangen hat, das sieht eigentlich nicht gut aus. Das sieht nur ganz frontal im Spiegel für eine Sekunde gut aus und danach ist schon vorbei. Oder also immer drauf achten. Dann haben wir noch einen Tipp für Sie, meine Damen und Herren. Wenn Sie keine Zeit haben zum Haare waschen, ein Trockenshampoo selbst herstellen. Dazu nimmt man 50 Gramm Hafermehl, 50 Gramm Natron und eine Messerspitze Heilerde. Und füllt das in so einen Salzstreuer, nicht? Und dann können Sie das also gleichmäßig verteilen und dann machen Sie ein bisschen so mit den Händen so verreiben und dann zum Schluss noch einmal ausbürsten und dann können Sie einmal ausnahmsweise aufs Haarewaschen verzichten. Dann sieht das fast aus wie frisch gewaschen, nicht? Das ist auch super. So! Liebe Frisuren und sonstige Freunde im Internet, jetzt ein Liedchen, das wir für Sie ausgedacht haben, wollen wir Ihnen einmal vortragen zum Thema. Das werden Sie gleich hören. Ja. 1, 2, 3, 4. Du willst dich wenden und färbst dein Haar mit der Billigpackung vom Supermarkt. Sind die Augen braun zu hell? Die Wimpern an, dann färb sie schnell. Passiert dir mit der Färbung ein Malheur, denn nichts wie ab zum Friseur. Färben kann der Friseur.
Du willst reden, es drückt der Schuh, doch niemand hört dir wirklich zu. Du hast was zu sagen und bist nicht erbaut, dass dein Gegenüber nur aufs Display schaut. Findest du bei niemandem Gehör? Mach einen Termin beim Friseur. Geh zum Friseur. Lass deine Sorgen beim Friseur. Erzähl dein Leben dem Friseur. Wer schön sein will, muss zum Friseur. So schön. Weißt du noch letztens, als ich beim Friseur war? Und dann wollte ich mein Pony und alles nachschneiden lassen. Und ich habe mich so gefreut, weil das ist so schön. Jedes Mal, wenn die so die Haare waschen, ist man immer ganz glücklich, weil es macht ja eigentlich jedem, ist ja super schön, ne? Also Haare waschen lassen ist ja was Feines, außer dass das hier immer so drückt. Ach, mir tut das halt immer ein bisschen weh. Aber gar kein Problem, alles fertig, wasch, schnibbel, schnibbel, schnibbel die ganze Zeit und ich freue mich, weil ich sehe, oh, das wird richtig schön diesmal. Ich bin begeistert, total super. Aber man hat ja auch so schöne Magazine da liegen und dann guckt man in diese Magazine rein, diese Hochglanzmagazine, und dann sieht man wieder alles, was die royalen Persönlichkeiten von A bis Z und von Holland bis England gemacht haben und in Dänemark auch. Und kann man sich sogar noch ein bisschen bilden, nicht? Ja, man muss ja auch mitreden können. Ja. Ja, so ist es nun mal. Und dann guckt man sich das einmal nur eine Minute dahin und dann guckt man wieder in den Spiegel und denkt, ah, was ist denn da passiert? Was hat er denn jetzt gemacht? Und dann denkt man, oh, das ist jetzt aber, also das sieht jetzt aber nicht mehr so aus, wie wir das so besprochen hatten. Ganze Kopf voller Folie, nicht? Und wir hoffen, dass Sie jetzt wissen, falls Sie es nicht vorher schon wussten, warum geht man zum Friseur, sehr verehrte Damen und Herren. Und wir hoffen, dass wir Ihnen auch geholfen haben bei der Klärung der Frage, was passiert zwischen zwei Friseurbesuchen, denn nach dem Friseurbesuch ist vor dem Friseurbesuch, genau. Und die bange Frage, was machen wir in der Zeit zwischendurch? Natürlich gucken Sie sich eine Folge Hede und Gerti an, falls Sie sonst nichts zu tun haben. Eine oder zwei. Oder auch sonst, nicht? Alles Liebe und alles Gute für Sie im Internet. Bleiben Sie schön frisiert, behalten Sie die Sonne im Herzen und das Herz am richtigen Fleck. Wir sind immer für Sie da. Und wir haben auch ein Herz für Sie. In unserem Internet, nicht? Ja. Unser schönes Internet. Super. Ist mit Hilde und Gerti jetzt bestückt und Sie finden uns da, falls Sie uns suchen. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Alles Liebe und Gute für Sie. Bis bald. Tschüssing. Tschüss. Tschüss. Jetzt aber richtig doll drücken. Der hat letztes Mal geklemmt.